BASF füllt die kürzlich geschlossene Standortvereinbarung mit Leben und investiert weiter kräftig in die Modernisierung des Standorts Ludwigshafen. Mit dem neuen Medical Center bekommt Ludwigshafen ein weiteres Aushängeschild. Und hier wird es entstehen. Auf dem Parkplatz zwischen den Toren 5 und 11 und somit außerhalb des Werksgeländes direkt an der Brunkstraße. Die Bauarbeiten für das sechsstöckige Hauptgebäude beginnen Anfang 2021 und sollen Mitte 2023 abgeschlossen sein. Direkt daneben wird künftig auf zwei Stockwerken die zentrale Rettungswache untergebracht. Sie wird die Wachen Süd und Nord ersetzen. Insgesamt investiert BASF einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Das Medical Center ist nach unserer Kenntnis bisher einmalig. Es bietet die Verbindung der bisherigen klassischen Arbeitsmedizin, der Notfallmedizin, der Prävention, die wir ohnehin schon machen in der BASF, mit einem zusätzlichen Angebot an spezialisierten Fachärzten, an verschiedenen Dienstleistern wie Physiotherapie, Optiker für Bildschirm- und Arbeitsplatzbrillen, Sanitätshaus für Einlagen, Sicherheitsschuhen und eine Apotheke. Unsere BASF-Mitarbeiter können alle Angebote nutzen und es wird auch bestimmte Timeslots, Zeitfenster geben in diesen Praxen, wo unsere Mitarbeiter dann schnell und unbürokratisch Termine bekommen können. Und man kann dann viel schneller eine weitere Diagnostik oder eine Abklärung oder eine Therapie einleiten. Aber darüber hinaus kann jeder Ludwigshafener oder Bewohner der Metropolregion auch diesen öffentlichen Bereich in Anspruch nehmen. Nötig geworden ist der Schritt, weil die heutige Ambulanz auf dem Werksgelände 77 Jahre nach dem Erstbezug in Bezug auf Größe und Raumausstattung an ihre Grenzen gestoßen und einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Während die eine Großinvestition also zeitnah umgesetzt wird, legt BASF eine andere endgültig ad acta. Das geplante Vorstands- und Bürogebäude am Standort des ehemaligen Friedrich-Engelhorn-Hochhauses nahe Tor 2 wird nicht gebaut. Und das liegt nicht nur am komplizierten wirtschaftlichen Umfeld. Wir werden das Bürogebäude nicht mehr bauen, weil es einfach in der Priorisierung der Dinge, die wir am Standort tun wollen, nicht richtig reinpasst. Also wir wollen den Standort wirtschaftlicher gestalten, wir wollen ihn wettbewerbsfähig gestalten und da gehören Bürogebäude im jetzigen Zeitpunkt einfach nicht mit dazu. Zumal sich auch das Arbeitsverhalten unserer Mitarbeiter in Zeiten von Corona geändert hat. Das heißt, Mitarbeiter wollen flexibler arbeiten. Wir werden sicherlich in Zukunft hybride Arbeitsmodelle erleben mit Präsenzkultur, aber auch mit mobilem Arbeiten von zu Hause. Und da haben wir einfach keinen Bedarf an zukünftigen Bürogebäuden. Ludwigshafen hat einen Vorbildcharakter. Ludwigshafen ist nicht nur Vorbild innerhalb der BASF-Gruppe, sondern auch in der Chemie weltweit. Und um diesen Vorbildcharakter zu erhalten, müssen wir uns immer wieder selbst herausfordern und immer wieder modernisieren und ausbauen diesen Standort. Das ist ganz wichtig. Die Schwerpunkte für die Investitionen sind Produktion, Technik, aber natürlich auch Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie Innovation und alles mit dem Fokus, agiler, schneller und besser am Kunden zu werden. In den kommenden Jahren plant BASF weitere Investitionen, etwa in Infrastruktur, Anlagentechnik, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Im Zuge der Standortvereinbarung sollen im Durchschnitt bis 2025 jährlich mindestens 1,5 Milliarden Euro in den Stammsitz in Ludwigshafen fließen. BASF. We create chemistry.